Ah, ja, okay. Dann stehe ich halt ein Tailwhip, okay? Leute. Wenn ich das mache, schaff, dann ziehe ich auch einen Backflip. Hey Freunde, Fix hier, was geht? Leute, heute ist es soweit, ich gehe zum allerersten Mal biken. Ja, mit meinem neuen BMX, neuen alten BMX. Falls ihr den Vlog noch nicht gesehen habt, wo ich mein BMX restauriere, schaut ihn euch gerne an. Aber heute ist es soweit. Ich gehe endlich biken. Ich muss ein Stückchen von mir aus fahren, denn ich fahre zu einem Bikepark, der ist ein bisschen weiter weg, beziehungsweise zu einem Skatepark, der ist ein bisschen weiter weg. Und ich bin echt gespannt, was ich noch kann, aber genug gelabert. Wir sehen uns gleich am Bikepark. Bis gleich! So, ich bin am Skatepark angekommen. Steven kommt auch noch gleich, ein Kumpel von mir, kennt ihr schon, mit dem trick ich immer. Der hat sich auch Inline-Skates geholt. Und der Alex ist auch am Start, auch ein Freund von uns, auch wieder angefangen mit Inline-Skaten. Ja, ich würde sagen, ich stelle euch ganz kurz den Park vor. Wir haben hier einmal eine Quarterpipe, glaube ich. Und ein, ja, keine Ahnung, wer das da drauf gemacht hat. Dann haben wir hier eine Mini-Ramp, da fährt auch schon der Alex. Ich hätte auch Bock auf Skaten irgendwie. Und dann haben wir eigentlich das Highlight vom Park, zumindest für mich. Und zwar gibt es einen kleinen Jump. Da kann man hier einfach hoch und dann drüber jumpen. Und ja, da vorne haben wir noch so ein komisches Boxding. Keine Ahnung. Ich habe schon wieder komplett vergessen, wie diese ganzen Dinge heißen. Übrigens, ich habe auch Schienbeinschoner mir geholt. Und ich schwitze auch schon. Schweiß. Und da sind ein paar Schienbeinschoner, damit ich mir nicht direkt meine Schienbeine wieder kaputt mache. Ich würde sagen, ich schau mal, was ich noch so kann. Erstmal fangen wir am Boden an mit einem Bunny Hop und vielleicht ein 180 und vielleicht ein 360. Viel Spaß! Okay, erster Trick, Bunny Hop. Mal schauen, wie hoch ich komme. Okay, nice. Ja, war jetzt nicht so niedrig, glaube ich. Krieg ich hin. Nächstes 180. Ich weiß nicht mehr, an welche Seite ich drehe. Nice, 180 sitzt. Wisst ihr, was für mega komisch ist? Und zwar, wenn ich mit dem BMX springe und mich drehe, dann drehe ich mich nach rechts. Aber wenn ich so normale Saltos mache, wie, keine Ahnung, auf dem Trampolin oder so, dann drehe ich mich nach links. Ich bin jetzt am Überlegen, ob ich das umtrainieren soll, ob ich mit dem Bike auch nach links drehe oder ob ich einfach weiter nach rechts drehen soll. Keine Ahnung. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr denkt. Was vielleicht sinnvoll ist oder einfach beides lernen. Ja, auf jeden Fall mega crazy. Aber Leute, ich versuche jetzt als nächsten Trick mal einen Manual, also auf dem Hinterrad fahren. Und mal schauen, ob ich den noch hinbekomme. Ja, Manual geht auf jeden Fall. Aber ja, nur so 10, 15 Meter maximal. Muss ich noch ein bisschen üben. Schreibt mal in die Kommentare, wie weit ihr es schafft. Und ich glaube, gleich muss ich hier springen, Leute. Oh yes. Steven! Yo! Steven ist auch am Start. Hallo, Leute. Ja, Steven hat sich neue Skates gekauft. Oder wie heißen die? Inliner? Nein, Skates, Mann. Skates? Inliner. Rockies. Was Inliner? Rollschuhe. Rollschuhe. Ihr habt mir neue Rollschuhe gekauft. Ja, ich bin gespannt. Auf jeden Fall auch Steven sein erster Tag heute. Und ich glaube, ich muss mir irgendwann die Inline-Skates auch mal ausleihen und auch mal selber fahren. Aber ja, jetzt gleich erstmal Session ballern. Damn. Also ich muss den zweiten noch anziehen. Ey, mich haut bestimmt fett aufs Maul, weil ich so lange nicht mehr gefahren bin. Ja, mich auch gleich. Safe. Okay, Steven, seine erste Session. Backflip! War fast, oder?
Spring! Oh, 180. Okay, Leute, ich stelle euch jetzt mal irgendwo hin, wo ihr alles sehen könnt. Und dann versuche ich auch mal zu springen. Oh mein Gott. Okay, erster Sprung. Bin auf die Fresse geflogen. Aber ich hab's nicht gefilmt, ich Idiot. Scheiße! Ah. Oh nein, meine Hose ist kaputt. Oh, look at this snow. Leute, Alter, es ist so übel anstrengend. Und natürlich haut es mich beim allerersten Sprung aufs Maul. Und jetzt tun mir ein bisschen die Knie weh. Aber ja, es macht übel Bock. Ich habe gerade schon den ersten Trick gemacht. Ich habe vergessen, wie der heißt. Ich habe wirklich vergessen, wie der heißt. Der ist so. Und man greift sozusagen das Vorderrad im Flug. Boah, Digga, wie heißt der? Ja, ich mache den Trick jetzt nochmal und filme für euch ein bisschen näher. Und mal gucken, was ich noch hinbekomme. Nice. Okay, ich versuche jetzt mal ein One-Foot. Also ein Bein weg, anderes Bein dran. Ihr werdet es schon sehen. Ich trau mir nicht draufsteigen. Oh nein. Yeah. One-Foot. War jetzt nicht der Beste, aber ich bin wenigstens drauf. Oh shit! Okay, nice. Oh. Oh mein Gott! Oh! First day, Alter! Oh mein Gott! Erster Tag 360. Okay, ich muss hier nochmal richtig stehen. Easy! Holy shit! Oh mein Gott! Leute, ich habe am ersten Tag mit 360 über die Box geschafft. Es ist so crazy. Ohne Spaß, es bockt richtig. Ich bin ja früher nie so der Parkfahrer gewesen. Also ich bin eigentlich nie BMX im Park gefahren. Sondern ich bin immer Dirt gefahren. Deswegen kann ich so ein bisschen über die Box springen, aber so 180s in der Quarterpipe oder in der Halfpipe oder so kann ich überhaupt nicht. Das werde ich auf jeden Fall noch lernen hier im Park. Aber ich bin einfach mega happy, dass ich heute schon den 360 geschafft habe. One-Foot habe ich geschafft. Dann habe ich Tire Grab, heißt der glaube ich. Ja man, der heißt Tire Grab. Ich konnte auch Double Tire Grab und ich konnte Tuck No Hand und sowas. Werde ich bestimmt noch alles lernen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn ihr die BMX-Videos feiert. Hier gibt es gerade noch so einen etwas längeren Sprung. Leute, ich glaube, hier werde ich gleich mal rüberspringen. Und zwar von hier nach da. Und ja, ich werde einfach noch ein bisschen üben. Und es macht so mega Bock, Leute. Ohne Spaß. Falls ihr mal geskatet habt oder BMX gefahren seid oder irgendwas anderes, geht mal wieder raus, geht in den Park skaten. Es bockt einfach des Todes, Leute. Ohne Scheiß. Und es ist übel anstrengend, wie man vielleicht sieht. Ich schwitze ein kleines bisschen. Aber jetzt, let's go. Und Leute, wisst ihr, was ich mich frage? Wer hier überall einen Penis hinmalt? What the fuck, Alter? Zeig mir, was du kannst, Bro. Und bockt? Bockt übertrieben. Hammergeil. Bockt übertrieben, aber ne? So raus davon, ey. Und übertrieben anstrengend, ne? Ja. Heftig. So. Ah. Luft. Hey, du Assi. Hey. Okay, ich mach kurz Pause und film ein bisschen Steven und Alex, damit die auch was auf dem Video haben und damit die auch so in ein paar Wochen mal schauen können, wie ihr erster Tag so war. Und ja, let's go. Ooh.
schaffst. For the right, yeah. For the right. Been a little too nice to y'all. Now I got a up price for y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. Frozen. A6 all the hay. I work in a bar today. Got lost in the ball and A's. I'm flipping the ball. Digga, jetzt geht gar nichts mehr. What the fuck? Was ist am ersten Tag kaputt gegangen, oder was? Ja! What the fuck? Ja, jetzt kann ich ja gar nicht mehr fahren, ne? Das ist jetzt vorbei gerade. Wie lange hast du die einen Tag erste Session? Ich bin voll über die Skate-Screen hier. Leute, auf jeden Fall mache ich jetzt ein paar Tricks an der Quarter. Mal schauen, was ich noch kann. Ich habe ein bisschen Angst um meine Kamera. Stell dir mal lieber hier so auf die Seite. Und ich muss echt sagen, die Graffitis hier sind ultra hässlich. Sollte mal jemand nice Graffitis drauf machen. Oh Okay, versuch Tailwhip. Ich muss schneller fahren. Ein bisschen, ja. Muss wenigstens probieren. Halt. Oh, Alter! Du hast gecatcht, Alter. Mein einen Fuß hat drauf. Hopfer, komm schon, hast du. Oh, Alter! Oh, ja, okay. Dann steh ich halt ein Tailwhip, okay? Wenn ich das mache, schaff, dann ziehe ich auch einen Backflip. Macht Spaß. Alter. Ja, ich musste später anfangen zu drehen. Ja, davor war zu früh gedreht. Fast gestorben. Oh mein Gott. Boah, fast Tailwhip geschafft, Leute. Schaut euch das an. Hose im Arsch. Im Arsch. Ich muss mir erstmal eine neue Hose bestellen. Aber es ist einfach so übel anstrengend. Oh. Ja. Leute, ich sag Dankeschön fürs Zuschauen. Ich glaube, das reicht für den Vlog heute. Ich übe noch ein bisschen. Und ich glaube, am Freitag gehe ich nochmal fahren. Keine Ahnung, wann das Video online kommt. Ich sag danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefällt, droppt mir einen Daumen nach oben. Schreibt mir in die Kommentare, was für Tricks ich noch lernen soll. Und wie die Tricks heißen, die ich gemacht habe, weil manche kenne ich nicht mehr. Ja, vielleicht schaffe ich das nächste Mal einen Tailwhip. Und vielleicht bleibt nächstes Mal meine Hose ganz. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Oh Gott, es ist so warm. Ach ja. Und vergesst nicht zu abonnieren. Und macht die Glocke an. Das wäre richtig cool. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Oh mein Gott. Ach ja, und das war mein schönes Weiß. Ja, war mal weiß, ne? What the fuck? Es macht so Bock, Leute. Bis bald. Tschüssi.